Fangs im Stand an. Fußbreit geöffnet, beginnst mit der Pilatesatmung. Ein durch die Nase. Ausatmen, leicht geöffneten Mund. Die Schultern sinken tief nach unten außen. Ein Nase. Und aus. Öffne sie auch nach außen. Immer mehr, sodass du noch aufgerichteter wirst. Spanne mit der nächsten Ausatmung die Körpermitte an. Deine Bauchdecke großflächig an die Wirbelsäule. Den Beckenboden aktivieren. Das Muskelkorsett rundherum um dich aufbauen. Jetzt bleibe tief. Verlängere dich und komme mit der nächsten Ausatmung in das Abrollen deiner Halswirbelsäule. Atme ein, roll langsam nach oben wieder auf. Hals- und Brustwirbelsäule. Rolle so weit ab, dass dein Becken noch ruhig bleibt. Dann ist ungefähr die Brustwirbelsäule zu Ende. Atme ein, roll langsam wieder auf. Hals-, Brust-, Lendenwirbelsäule. Bleibe unten mit der Einatmung, spanne Bauchbeckenboden an und setze Wirbel für Wirbel einzeln nacheinander und übereinander. Verlängere dich und jetzt bis in deine tiefstmöglichste Position. Anspanne Bauchbeckenboden und roll wieder auf. Wiederhole das Ganze noch einmal, roll nach unten ab. Bleibe jetzt unten, beuge mit der Einatmung, deine Knie schau zu mir, mit der Ausatmung strecke sie, lass die Arme locker hängen und roll Wirbel für Wirbel nach oben auf. Zum Schluss den Kopf verlängern, groß machen, das Ganze wiederholen noch einmal. Abrollen, ausatmen, ein, die Knie beugen. Ausstrecken, durch die Beine hindurchschauen und roll langsam wieder auf. Das Ganze noch zwei weitere Male. Fersen so tief wie möglich auf deiner Matte. Und die letzte. Beuge. Zu mir nach vorne schauen und danach bleibst du oben in deinem Stand. Rollst auf. Zum Schluss den Kopf mit der Einatmung beginnst du. Die Arme ziehen nach oben. Währenddessen schiebe schon leise vor, komm in deine Rückneige. Hol den Oberkörper mittig. Senk die Arme nach unten ab. Atme ein, Rückneige, ausatmen, Arme senken. Mit deiner nächsten Einatmung beginnst du erneut. Zwei weitere Male, atme ein, Oberkörper mittig, Arme senken ab. Eine letzte Wiederholung. Mittig und senken. Bereite dich einmal vor, führe nur die Arme nach oben zur Decke. Halte sie oben, beginne mit der Ausatmung. Jetzt tief zu kommen in die Kniebeuge. Atme ein, komm nach oben. Nochmal aus, schieb dein Gesäß auf einen gedachten Stuhl. Aus. Und hoch. Wiederhole noch einmal. Noch vier weitere. Atme aus. Und ein. Noch zwei. Eine letzte Wiederholung noch. Bleibe jetzt hier. Nimm die Arme eng an deinem Rumpf. Öffne die Schultern, zieh die Bauchdecke nach innen oben, aktiviere den Beckenboden, halte in dieser Position,
Spann die Bauchdecke noch mehr und mehr an. 4, 3, 2, 1. Komm nach oben, zieh die Arme zur Decke, senke sie auf Schulterhöhe ab. Atme aus, komm in die Seitenneigung nach rechts. Atme ein, in die Mitte, wiederhole direkt nach rechts. Wir bleiben erstmal zu einer Seite. Beweg dich zwischen zwei gedachten Wänden. Die Bauchdecke nach innen. Noch zwei. Und komme in die Mitte und wechsel für 6 Wiederholungen zur anderen Seite. Langen Bogen. Spüre rein in deinem Körper, wie tief kommst du in die Seite rein. Komme noch in eine letzte rein. Und dann kommst du in die Mitte vorbereitet. Beide Arme nach oben. Atme aus, komm tief, führe ein Atmen, die Arme über vorne, direkt nach oben, streck dich aus. Hände rechts, links an die Unterschenkel, strecke dich. Noch einmal. Noch zwei weitere. Und eine letzte Wiederholung noch. Bleibe oben. Die Schultern sinken tief, dein Becken bleibt ganz stabil zu mir nach vorne ausgerichtet. Atme aus, rotiere nach rechts. Atme ein, komm in die Mitte. Nach links. Dabei öffnest du deine Arme auf Schulterhöhe. Einmal zu beiden Seiten. Und eine letzte Wiederholung noch. Komm in die Mitte, senke die Arme nach unten ab. Dann dreh dich zu deiner Matte, sodass du die Matte vor dir hast. Beginnst mit dem Abrollen, mit dem Standing Roll Down. Wir kommen in die Pilates Push-Up-Sequenz rein. Du wanderst mit den Händen nach vorne. Setz dort entweder die Knie auf oder bleibst lang gestreckt, kommst ausatmen tief, schiebst dich ins Brett nach oben, in einen Upstretch. Wander mit den Händen zurück und roll langsam wieder nach oben auf. Oben angekommen, verlängerst du dich und beginnst direkt mit deiner nächsten Ausatmung abzurollen. Ich zeige dir jetzt die langgestreckte Variante. Das heißt, du setzt einfach deine Knie nicht auf, sondern kommst über die langgestreckte Push aktiv. Schiebst dich kraftvoll hoch. Einen Upstretch. Und wanderst zurück. Also diese beiden Varianten hast du zur Auswahl. Verlängere dich, mach dich groß. Und noch einmal. Stelle dir einen großen Bogen vor, über den du deinen Rumpf legst, vorne, hinten die Beine, das Becken ist dein Übergang. Atme aus, komm tief. Ein, hoch, upstretch. Langsam zurückwandern und aufrollen. Noch 3 Wiederholungen. Arbeite für dich in deinem Rhythmus, in deinem Flow. Spannung vom Kopf bis Fuß, wenn du im Brett bist. Wiederhol.
hole. Noch zwei. Beginne gleich mit deiner letzten Wiederholung und beende diese Runde dann in deinem Upstretch. Im Spitzendreieck. Rolle rund nach unten ab. Und dann nach vorne. Ende im Upstretch. Halte hier. Kontrolliere nochmal dein Alignment. Über die Handflächen schiebe dich mehr nach oben ins spitze Dreieck. Die Fersen so tief wie möglich. Das Becken kippt sanft nach vorne. Dann löse langsam den rechten Fuß und ziehe nach vorne zwischen beide Hände. Schiebe dein hinteres Bein noch ein kleines bisschen weiter zurück. Beide Hände auf Höhe deines rechten vorderen Fußes. Und fange mal ganz sanft an, dein hinteres Bein zu federn. Lenke den Fokus auf den linken Hüftbeuger. Im Bereich der Leiste spürst du eventuell eine Dehnung. Du federst. Heute ist es schön warm, da sind die Faszien, die Muskeln auch schon gut aufgewärmt. Also die ganzen Übungen, wo sehr viel Länge gefordert sind, viel angenehmer. Ich hoffe, ihr merkt es auch. Noch vier, noch drei, noch zwei, eins, halte hier. Löse nun mit der Ausatmung den rechten Arm, ziehe nach oben zur Decke. Atme ein, setze ab und wiederhole erneut, der rechte Arm zieht. Dein hinteres Bein bleibt lang gestreckt. Schiebe auch die linke Kniekehle mehr nach oben zur Decke. Aus, du öffnest und ein, setze ab, noch zwei weitere, eine letzte Wiederholung noch und setze die rechte Hand ab, hole das rechte Bein zurück, komm ins Brett, in einen Upstretch, wander mit den Händen zurück zu den Füßen, rolle Wirbel für Wirbel auf. Wir beginnen eine zweite Runde, Push-Up-Sequenz mit Variation. Rolle rund nach unten ab. Wander mit den Händen nach vorne. Bereite dich für deine Push-Up-Version vor. Gestreckt oder gebeugt. Oben komm ins Brett. Ausatmen, beuge die Knie an, ohne sie abzusetzen. Und jetzt ziehe das rechte Bein gerade durch. Und einmal das linke Bein gerade durch. Jetzt erst in den Upstretch hinein. Wander langsam zurück. Und roll nach oben auf. Also Zusatz, beide Beine beugen, danach rechts, links nach vorne durchziehen. Wander nach vorne. Langgestreckte Brett, Körperspannung. Aus, tief, ein, hoch, beide Beine beugen, aus, ohne sie abzusetzen, strecken, zieh rechts durch, zwischen beide Hände, setze ab, zieh links durch. Einen Upstretch, wandern mit den Händen zurück und roll nach oben auf. Das Ganze noch zweimal wiederholen. Spannung. Sinken. Danach beide Knie. Im Wechsel durchziehen der Beine. Sehr gut. Upstretch. Zurück und bereite dich vor, eine letzte Wiederholung. Danach beendest du bitte im Upstretch
bleib im Upstretch drin, halte. Trainiere nochmal dein Alignment, die Ellbogeninnenseiten zueinander gedreht, die tiefen Schultern, tiefen Fersen, gestreckte Knie. Dann löse jetzt dein linkes Bein und zieh zwischen deine Hände nach vorne. Schiebe das rechte Bein ein kleines bisschen weiter zurück, strecke dein hinteres Bein, komm in ein kleines sanftes Federn rein. Spürst du deine rechte Leiste hinein? Dann stoppe langsam das Federn, deine nächste Ausatmung. Löse deinen linken Arm, zieh ihn zur Decke. Atme ein, setze aus. Der linke Arm öffnet sich. Und ein absetzen. Eine letzte Wiederholung noch. Kurz halten, strecke dein hinteres Bein. Den Blick zur Decke. Dann setze die Hand ab. Hole das linke Bein zurück, komm ins langgestreckte Brett. Komme in einen Upstretch hinein. Wander mit den Füßen zu deinen Händen nach vorne und setze dich auf deine Matte. Dort strecke beide Beine vorbereitet lang aus und öffne sie hüftbreit auseinander. Beide Arme kommen in die Floating Arms. Du flexst die Füße und nimmst die nächste Ausatmung, kommst in eine Saitneigung nach rechts. Du atmest ein, kommst in die Mitte. Atmest aus, Saitneigung nach links. Mit beiden Sitzbeinknochen bist du fest verwurzelt auf deiner Matte. Aus, nach rechts. Ein, mit. Sehr gut. Aus. Und ein. Einmal noch zu beiden Seiten. Kommst du in die Mitte, du rotierst mit der Ausatmung nach rechts. Du wächst nach oben von deiner Wirbelsäule. Spanne Bauchbeckenboden an, rotiere nach links. Halte deine Beine dabei ganz ruhig und stabil. Flexe nochmal mehr die Füße, zieh die Zehen mehr und mehr zu dir heran. Du sitzt an einer langgestreckten Wand, kein Kuschelsofa. Kniekehle so tief wie möglich in die Matte reinschieben. Noch einmal zu beiden Seiten. Und dann komme in die Mitte. Schließe die Füße zueinander. Nehme deine Arme nach vorne. Atme aus, kippe das Becken. Atme ein, strecke dich wieder nach oben. Halte die Füße jetzt lang gestreckt, aus, das Becken kippt und ein, streck dich wieder lang. Komm ein kleines bisschen tiefer jetzt, atme aus. Atme ein, streck dich wieder. Noch einmal dieselbe Höhe, abrollen. Und jetzt ein bisschen tiefer. Noch ein bisschen tiefer, sodass gefühlt dein gesamtes Becken auf der Matte aufliegt. Ein, streck dich. Noch einmal aus. Die Beine bleiben so ruhig wie möglich. Komme nochmal bewusst ein kleines bisschen tiefer.
Noch so Nuance. Schau mal, ob das geht. Atme ein, streck dich. Eine letzte Wiederholung noch. Und dann rolle jetzt ganz in deine Rückenlage ab. Das Becken beginnt. Lege Wirbel für Wirbel nacheinander auf die Matte. Lege die Arme zurück. Beginne viermal. Nur Kopf, Schulter, Gürtel rollt auf. Ein, ablegen. Aus, Kopf, Schulter, Gürtel. Noch zwei weitere. Eine Wiederholung noch. Und bleibe beim nächsten Mal aufgerollt. Die Halswirbelsäule ist eingerollt. Das Kinn zieht Richtung deinem Brustbein. Den unteren Rücken schiebst du in die Matte rein, dass was geht. Und fächerst nun über deine Handflächen. Schaust auf deine Bauchdecke, dass sie so flach wie möglich bleibt. Die Zehenspitzen möchten gedacht die Wand berühren. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und lege dich ab. Die Arme zu den Seiten, die Beine setzen nacheinander auf. Die Füße sind fußbreit geöffnet, das Becken liegt neutral. Du beginnst mit dem Basic Bridging vorbereitend nach oben aufzurollen. Mit der Einatmung rolle langsam wieder nach unten ab. Ausatmen, beginne das Becken einzurollen. Das Schambein zieht Richtung Nasenspitze, zum Schluss Richtung Decke nach oben. Ein, wieder abrollen. Noch zwei weitere. Letzte noch. Bleibe jetzt oben. Lass nochmal das Brustbein sinken. Deine Schulterblätter haben Kontakt zur Matte. Im Wechsel rechtes, linkes Bein Tisch. Aus, rechts. Steht nach oben. Einatmen, absetzen. Aus, links. Und absetzen. Im Wechsel. Rechts. Becken bleibt weit gehoben Richtung Decke. Beginne, ausatmen, Tisch. Einatmen, strecke das Bein nach oben. Ausbeugen, ein absetzen. Wechsel die andere Seite. Noch einmal, rechts, links. Bleib dein rechtes Bein gestreckt oben. Du hältst in dieser Position für einige Atemzüge. Dein Becken ist weit oben, schieb es nochmal etwas höher. Belaste die linke Fußsohle. Gleichmäßig, also Großzehe, Kleinzehe, Ferse, Hauptbelastungspunkte. Und setze langsam das Bein nach unten ab. Wechsel kontrolliert. Auf die andere Seite fürs Halten. Ruhig und gleichmäßig atmen. Schulterblätter liegen ganz satt und tief auf deiner Matte. 4, 3, 2, 1. Absetzen, nach unten rolle langsam ab. Strecke beide Beine der Länge nach aus. Die Arme kommen hinter deinen Kopf. Füße sind geschlossen. Du atmest aus. Du beginnst Kopf, Schulter, Gürtel aufzurollen. Einatmen, abzulegen. Aus, runden. Jetzt
Rolle mehr und mehr nach oben auf, sodass deine gesamte Wirbelsäule sich von der Matte löst. Komme diagonal über die Beine, strecke dich nach oben. Kippe dein Becken, roll nach unten ab, den Roll-Up. Am Ende kommen die Arme in ein V zurück. Mit deiner nächsten Ausatmung zieh den Bauch nach innen, aktiviere den Beckenboden. Komme diagonal, strecke die Wirbelsäule und kippe ab. Arme kommen zurück in ein V. Tauche so weit es geht nach vorne unten ein, strecke dich und roll ab. Die nächsten drei Wiederholungen werden wir in 5 Etagen abrollen. Teilt sich mal gedanklich deine Wirbelsäule in 5 Abschnitte ein. Wir atmen aus, wir kippen nur ein kleines bisschen. Wir atmen ein, machen eine Pause. Nummer 2, aus. Nummer 3. Nummer 4. Und lege dich jetzt ganz ab mit Nummer 5. Das Ganze wiederholen wir noch 2-mal. Und ganz ablegen. Eine letzte Wiederholung. Kippen, abrollen. Und ganz ablegen. Nehmen einen Roll-Up noch und komme im Sitz an. Tauche noch diagonal nach vorne ein. Löse deine Arme. Setze die Hände auf. Setze deine Füße auf. Schiebe dich in die Hocke. In deine Vorneige hinein. Und roll Wirbel für Wirbel auf. Oben angekommen, kommst du wieder zu deinem hinteren Mattenrand. Bereite uns vor für eine dritte Runde Push-Up-Sequenz. Eine Variation. Rolle nach unten ab. Wander mit den Händen nach vorne. Komme in eine enge Push-Up. Entweder auf den Knien oder lang gestreckt. Komme ins Brett. Jetzt in einen Up-Stretch. Komme noch einmal ins Brett zurück und schiebe dich in eine Child Position, ohne deine Knie abzusetzen. Komme wieder zurück in den Upstretch ein zweites Mal. Und jetzt wanderst du mit den Händen zu den Füßen und rollst hierüber auf. Das Ganze 3-mal wiederholen. Ausatmen, abrollen. Maximal bis in deine Vorneige hinein. Nach vorne wandern. Eine enge Push-Up. Einen Up-Stretch. Komme kontrolliert ins Brett zurück. Schiebe dich ins Child, ohne die Knie abzusetzen. Komme wieder ins Brett. Einen Up-Stretch. Und wandere mit den Händen zurück. Noch 2 weitere Wiederholungen. Die Push-Up. Dein Up-Stretch. Ins Brett. Ins Child, ins Brett, aufs Upstretch und zurückwandern. Okay, eine letzte Wiederholung gleich noch. Wir beenden dann im Upstretch wieder.
Zeit. Und beende im Upstretch. Halte. Löse nun dein rechtes Bein. Zieh es erneut zwischen beide Hände nach vorne. Schiebe das hintere Bein noch ein bisschen mehr zurück und halte das Bein gestreckt. Für einen kurzen Moment noch. Danach setze jetzt dein Knie ab. Mit der Ausatmung strecke dein Knie. Mit der Einatmung beuge es an. Mit der Ausatmung strecke dein hinteres Knie. Und jetzt lösen wir gleichzeitig den rechten Arm nach oben zur Decke. Das Bein streckt, der Arm löst. Einatmen, setze ab. Dein hinteres Bein streckt, während der Arm sich in die Rotation öffnet. Aus. Und ein. Die letzten zwei Wiederholungen. Und setze ab. Vorbereiten, das hintere Bein strecken, um das rechte Bein zurückzuholen. In einen Upstretch hinein. Löse nun direkt dein linkes Bein, zieh es nach vorne zwischen die Hände. Schiebe das rechte Bein etwas zurück. Strecke dein Knie vorbereiten, nochmal in Länge. Kniekehle zur Decke, dann setze dein Knie ab. Mit der Ausatmung strecke dein hinteres Knie. Mit der Einatmung beuge es wieder an. Ausstrecken. Absenken. Löse den linken Arm ab aus. Und ein absetzen. Aus zur Decke. Absetzen. Letztes Mal noch. Setze die linke Hand ab. Strecke dein hinteres Bein. Hol das linke Bein zurück. Komm in einen Upstretch. Wandere nun mit den Füßen zu deinen Händen. Setze dich auf die Matte. Strecke beide Beine lang aus. Öffne sie direkt fußbreit auseinander, nicht eben hüftbreit, jetzt fußbreit. Flexe die Füße, vorbereiten die Arme in die Floating Arms. Atme aus, rotiere zur rechten Seite. Atme ein, in die Mitte. Zur linken, aus. Und ein. Diagonal jetzt, während du rotierst, an der rechten Fußaußenseite abrollen. Atme ein, komm in die Mitte und dreh dich zurück. Aus, diagonal, nach links unten. Und ein, in die Mitte. Jetzt schaue den hinteren Arm nach, also nach rechts oben. In die Mitte. Nach links oben. In die Mitte, nach rechts oben. Noch einmal zu beiden Seiten. Eine letzte noch. Und komm in die Mitte. Rotiere ganz bewusst in die Diagonale. Bleibe jetzt hier und säge mit der kleinen Fingerkante an der rechten Fußaußenseite vorbei. Während du noch rechts oben schaust. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, komm kontrolliert in die Mitte, bereite dich vor, nach links
und schaue der linken Hand hinterher. Und zu 6 mit der rechten Kleinfingerkante an der linken Außenseite vorbei. Noch 4, noch 3, noch 2, 1. Komme in die Mitte, bewusst zurück, schließe die Füße zueinander, öffne die Handflächen jetzt nach oben, die Arme sind immer noch zu den Seiten. Du beginnst mit dem Kippen des Beckens, atme aus. Atme ein, strecke dich wieder nach oben. Ausatmen, noch einmal kippen. Und einstrecken. Roll ein kleines bisschen weiter ab. Und ein, komm wieder hoch. Aus. Zieh kraftvoll die Bauchdecke zu dir ran, den Beckenboden aktiv. Ein kleines bisschen tiefer jetzt. Noch eine kleine Nuance tiefer. Noch 2 Wiederholungen. Und lege dich beim nächsten Mal ganz nach unten ab. Wirbel für Wirbel nacheinander auf die Matte. Lege den Kopf ab. Die Hände zu den Seiten, die Füße setzen auf, du rollst ins Basic Bridging auf. Mit der Einatmung rolle direkt wieder ab. Ausatmen auf. Und wieder ab. Bleibe oben aufgerollt. Dein rechtes Bein kommt in die Tischposition. Es wird nach oben gestreckt. Du hältst die Position. Du hältst sie. Die Arme kommen jetzt enger an deinen Rumpf. Du beginnst mit der Ausatmung, beide Arme an der Decke entlang nach oben zu führen. Mit der Einatmung hole sie über einen seitlichen Armkreis wieder ran. Aus, nach oben. Ein, wieder über die Seite ran. Noch 4 weitere. Noch 3. Noch 2. Eine letzte Wiederholung noch. Danach setze das rechte Bein an den alten Platz ab und rolle Wirbel für Wirbel nach unten. Hole die kurz beide Beine ins Päckchen und schaukel sie einen kleinen Moment. Schiebe ganz tief den unteren Rücken in die Matte rein. Dann machen wir uns bereit schon mal für die andere Seite. Setz die Füße auf. 2-mal Basic Bridging vorab. Bleibe beim zweiten Mal direkt oben. Verlage das Gewicht auf den rechten Fuß. Aus, Tisch, links. Ein nach oben strecken. Kurz Moment durchhalten. Die Arme schon einmal eng am Rumpf nehmen. Und beginne mit dem Armkreis über die Decke aus. Ein über die Seite ranführen. Noch 5. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Eine letzte Wiederholung. Und danach setze dein linkes Bein ab.
rolle die Wirbelsäule nach unten, komme kurz ins Päckchen erneut. Rechts links schaukeln. Schaukel dich aus, komme in die Tabletop-Position. Die Arme kommen in ein V zurück. Du atmest aus, du rollst Kopf und Schulterblöcke auf. Du atmest ein, legst dich ab. Aus, weit aufrollen, die unteren Rücken in die Matte reinschieben. Strecke nun beide Beine nach oben und schließe sie dort zueinander. Und ab. Lasse nun das rechte Bein, während du aufrollst, nach unten sinken. Aus. Und ein und zurück. Mit links. Nun mit rechts. Wiederhole, noch vier, noch drei, noch zwei, einmal noch, Leibe aufgerollt, rechts weit rausgezogen. Fingerspitzen verlängerst du zum unteren Mattenrand und du kreist dein langgestrecktes Bein. Kleine Mini-Kreise, unabhängig von deiner Atmung. Kreis, Kreis. Wechsel die Kreisrichtung auch andersrum. Schau, das spürst du hoffentlich im Bauch. Und lege dich einatmen zurück. Komm, bereite dich vor, einmal noch die andere Seite. Und beginne auch hier dich erst zu verlängern und dann mit dem Kreis. Und den Kreis auch andersrum beginnend. Einmal mehr nach außen, einmal mehr nach innen. Und eine letzte noch und komm ins Päckchen. Den Kopf in der Päckchenposition von rechts nach links. Entspanne deine Halsmuskeln. Dann setze beide Beine auf die Matte, dreh dich auf die Seite. Strecke den unteren Arm dabei lang aus. Beuge das untere Bein nach hinten, hebe das obere Bein an und zieh es vorbereitend ganz weit aus der Hüfte raus. Beginne mit der liegenden Acht. Nach vorne oben, absenken, nach hinten oben. Du hast zwei Atemzüge auf der Gesamtzeit. Aus, einsenken und nach hinten. Und senken. Zieh dein Bein mehr und mehr aus der Hüfte raus. Mach es länger. Na, beide Hüftknochen senkrecht, wie immer in der Seitlage. Sehr schön, wiederhole. Wiederhole noch ein paar Mal. Komm, ich hoffe, du spürst schon ein bisschen was im Bereich der seitlichen Gesäßmuskeln. Sehr gut. Wiederhole noch zwei.
mehr und mehr raus aus der Hüfte. Halte es noch ein bisschen. Halte. 8, 7, 6, 5, 4. Wir kommen ins Federn. Langsam rein. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und lege dein Bein langsam nach unten ab. Drehe dich von hier in deine Bauchlage. Die Arme nimmst du enger deinem Rumpf zurück. Du ziehst vorbereitend rechtes, linkes Bein zum unteren Mattenrand raus. Du atmest aus, ziehst vorbereitend die Bauchdecke nach innen oben. Kommst mit der nächsten Ausatmung in das Aufrollen deines Oberkörpers. Die Schultern öffnen. Und ein, lege ihn nicht ganz ab, behalte eine kleine Vorspannung. Aus. Und ein. Die Arme schweben auch frei, kommen ein kleines bisschen mit nach oben. Position, Blick zu deiner Matte nach unten ausgerichtet. Wiederhole noch zwei. Bleibe oben, halte. Verlängere nochmal die Arme, zieh sie aus den Schultergelenken, nach unten raus. Öffne sie mehr und mehr, die Bauchdecke nach innen oben lenken. Halte. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Setze die Hände unter deine Schultern. Setze deine Zehenspitzen auf, schiebe dich lang in die Child Position zurück. Von hier aus runde nun die Wirbelsäule, komme zur Entspannung in die Mat Cat. Schiebe dich lang zurück. Atme aus, runden. Ein, lang zurück. Noch zwei weitere. Eine letzte. Und dann rolle langsam vom Becken beginnend nach oben auf. Hole dir die Beine rüber auf die andere Seite. Die andere Seitlage. Beugst das untere Bein nach hinten an. Das obere verlängerst du. Ziehst es aus der Hüfte raus. Kommst nun in die liegende Acht. Eine liegende Acht, zwei Atemzüge Zeit. Aus, nach vorne, oben. In Verlängerung, Rumpf senken, nach hinten, oben. Spannung, Bauch, Becken, Boden, starke Körpermitte mit jeder Ausatmung erneut. Sehr gut. Bein wird länger und länger. Zieh es aus der Hüfte raus. Eine letzte Wiederholung nur noch. Und dann halte dein Bein oben. Halte es erstmal in der Schwebe. Zieh es raus. Mach es länger. Noch ein bisschen. Komm, rausziehen. Als wolltest du die Wand berühren. Und federn, bouncen, jetzt, noch 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1 und lege dein Bein nach unten ab. Dreh dich in die Bauchlage. Vorbereitet, Beine rausziehen. Einmal rechts, links, nah an deinem Rumpf. Kopf in die Doppelkindposition, Bauchdecke zieht nach oben. Atme aus, komm sanft mit dem Oberkörper hoch. Und allmählich ab. Nicht ganz, kleine Spannung behalten. Bauchdecke zieht nach innen oben. Und ab. Hebe nun beide Beine auf der Länge nach mit an. Oberkörper und Beine gemeinsam. Schwimmen auch immer ein kleines bisschen in der Luft. Das kannst du sogar bis im Bereich der hinteren Oberarmmuskulatur spüren. Wiederhole noch drei. Zwei. Bleibe beim nächsten Mal mit Oberkörper und Beinen in der Luft. Fingerspitze nochmal verlängern zum unteren Mattenrand. Halten. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hände unter die Schultern. Zehenspitzen aufsetzen. Child Position. Zurückschieben und die Wirbelsäule leicht strecken. Komm vorbereitend über die Rundung in deinen Vierfüßlerstand. Setze dort wieder die Gelenke untereinander. Beginne nun mit der Ausatmung. Erstmal nur schalte Steißbein zur Matte. Du rundest dich und entspann wieder. Aus, Bauch nach innen, schalte Steißbein, ziehen zur Decke. Zur Decke, zur Matte, genau andersrum. Aus, zur Matte. Eine Wiederholung noch. Dann kommen wir in ein seitliches Verschieben der Wirbelsäule. Nicht ganz so leicht. Du bleibst nun stabil. In deiner langen Wirbelsäule ausgerichtet, du schiebst die rechten Rippenbögen mal zur Seite nach rechts, nach oben, nach links und lässt dich leicht durchhängen. Nach rechts, nach oben, als wolltest du einen seitlichen Kreis mit dem Oberkörper malen. Die Arme dürfen ganz leicht dabei mitgehen, aber nicht allzu viel. Konzentriere dich, dass die Hauptbewegung aus der Wirbelsäule, aus deinem Rumpf entsteht. Okay? Noch ein letztes Mal. Dann beginnst du mit der Kreisrichtung zur anderen Seite. Schiebe zuerst nach links, nach oben, nach rechts, nach unten. Fokus liegt auf deinem Rumpf. Noch eine letzte Wiederholung. Danach schiebe dich in die Child Position zurück. Die Arme nimmst du nacheinander rechts, links an deinen Beinen zurück. Die Arme fallen schwer nach vorne. Lass die Atmung ruhig werden.
ganz bewusst, lenkst nun ganz viel Fokus auf die Einatmung und auf die Ausatmung. Und rolle langsam nach oben auf. Beine einmal nach vorne. Strecke nun dein rechtes Bein aus. Den linken Fuß setzt du auf Höhe deiner rechten Wade. Flex den Fuß, dein linkes Knie fällt so weit es geht nach außen und du lässt dich in die Vorneige sinken. Und bleibst dort und hältst für einige Atemzüge. Wenn die Bewegung nachlässt, baust du noch etwas mehr Länge auf, sinkst noch weiter nach vorne unten ab. Rolle nun hier auf und wechsle die Seiten. Links streckt, rechter Fuß, linke Wade, sinke nach vorne unten. Dein rechtes Knie fällt, sobald es geht, nach außen. Rolle langsam hier auf. Beide Beine setzen nun auf. Kommst in die Hocke. Aus der tiefen Hocke zieh die Arme nach vorne oben. Aus der tiefen Kniebeuge streckst du dich. Drehst dich zu mir und senkst die Arme ab. Kreuz die Arme im Bereich deines unteren Rückens. Du streckst sie und du lässt das rechte Ohr zur rechten Schulter fallen. Rollst die Ellenbogen an, holst den Kopf in die Mitte, das Ganze zur anderen Seite. Kommst nun in die Mitte, du löst die Arme, atmest tief ein, die Arme ziehen hoch, aussenken, ein Standing Wall Down, Wolle nach unten ab. Spanne Bauchbeckenboden an, roll auf. Vorbereitend, letztes Mal, tief ein und aus. Senken, nach unten abrollen. Anspannung, Bauch, Beckenboden, roll wieder auf. Ein letztes Mal tief ein und schließe die Hände, atme aus. Sehr schön. Ich bedanke mich bei euch für die Stunde.